Im Museum findet Peter Böhm, was eigentlich nicht dafür gedacht war. Am Bauzaun unter 2500 Zetteln und Plakaten das, was er vergangenes Jahr selbst dorthin gehängt hat. Bahnchef Grube als Mafia-Pate. Also da ist er eigentlich immer ein Unikates sind, habe ich eigentlich gedacht, das wird irgendwann mal verschwinden, irgendwo im Schnee zur Seite geräumt werden und was weiß ich, in irgendeiner Müllhalde oder Mülldeponie verbrannt werden, unerkannt. Für die Gegner des neuen Bahnhofs wurde der Bauzaun zur Klagemauer, zum zentralen Symbol des Zorns. Und der traf oft ihn, Stefan Mappus, damals noch Ministerpräsident. Schärfste Angriffe bis an die Schmerzgrenze oder auch darüber hinaus. Auf einem Fahndungsplakat andere Projektbefürworter und der Hinweis: Vorsicht, die Täter machen von der Tunnelbohrmaschine rücksichtslos Gebrauch. Hundertfach Schmähungen und Polemik, aber auch ganz sachliche Kritik. In unseren Schulen blättert der Putz, aber ihr schiebt Milliarden in die Röhre. Get up, stand up. Bob Marleys legendärer Protestsong wird zitiert. Aufstehen für die eigenen Rechte. Eine Empfehlung, die es hier auch auf Rezept gibt. Gegen Politikverdruss hilft Demonstrieren mindestens zweimal wöchentlich. Allerdings, wer genau hinschaut, kann auch das hier finden. Das ein oder andere Ja zu Stuttgart 21. Wir wissen aber auch, dass es Kampagnen gab, dass eben die Befürworter Exponate auch heruntergenommen wurden vom Zaun, immer wieder von den Gegnern von Stuttgart 21. Aber einige, es ist aber eine Zahl unter 50 von Objekten, die auch von Befürwortern sind. Am Bahnhof übrigens steht längst ein neuer Bauzaun voller Plakate. Auch für Peter Böhm war klar, trotz verlorener Volksabstimmung, sein Protest geht weiter. Ein neues Plakat hängt schon. Der Pate, Teil 2.